Hallo Welt, da sind wir wieder. Und ihr habt es geschafft, ihr habt es gewollt und ihr bekommt es auch. Eine Serie ist entstanden aus Far Cry 5. Wir gucken mal, wie es weitergeht zumindest. Und natürlich, wenn das dann irgendwann einschläft, so ähnlich wie mit anderen Titeln hier auf dem Kanal, dann gucken wir, dass das vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig kommt. Aber erstmal habt ihr euch gewünscht, ja, wir machen eine Serie daraus. Natürlich, euer Wunsch wird beachtet. Und wir gehen jetzt hier raus, aus dem Bunker. Schön hell ist es. Ah ja. Was war mit der Schaufel? Ich hätte lieber die Schaufel. Och, dann nehmen wir das hier. Ist ja auch gut. Das Rohr ist vielleicht sogar besser als... Ach nee, ah. Moment. Okay. Sieht elegant aus, wenn wir hier im Wald mit einer Schaufel rumlaufen, als mit so einem Bleirohr. Kann man das auch wegstecken? Nein, das haben wir jetzt also immer in der Hand. Okay, wir haben... Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay. Das also hört sich nicht ganz so... Also das mit den Zivilisten, naja, man weiß es nicht. Ich bin nicht so überzeugt davon. Vielleicht wurden sie ja umgekehrt schon. Den Sektenbesitz zerstören? Oh ja, das könnte teuer werden. Aber darunter leiden dann wahrscheinlich auch nur die Zivilisten. Missionen abschließen. Und die Sektenaußenposten zerstören? Ja, damit machen wir doch bestimmt nichts falsch. Außer, dass wir wahrscheinlich nicht so viel Munition haben werden. Vor allem am Anfang schließe Missionen ab. Auch da, wir können ja nicht wissen, wem wir trauen können. Okay, wir sagen mal, okay, ich habe hier nämlich ein Problem entdeckt. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. Okay. Kommt das jetzt... Können wir das... Wie stecken wir die wieder weg? Ach, nehmen. Jetzt haben wir wieder das Rohr. Wo ist die Schaufel? Ach so. Die Tür bleibt auf. Die Schaufel ist aber weg. Irgendwo. Ach ja, gut. Dann laufen wir erstmal durch den Wald. Moment. Stachellattich. Ah, wir können Blumen pflanzen. Können wir Blumen nehmen, einsammeln. Ja, da wissen wir doch schon mal, was wir machen in nächster Zeit. Was? Zerstöre die Schreine, um Widerstandspunkte zu erhalten. Ja, wir haben uns um die Schaufel gebracht. Schade. Hier?
F5 geht nicht. Mann. Glaubst du, bist du? Ganz schön laut die Waffe, was? Netter Versuch. Ich sehe dich immer noch. Haben wir zerstört, haben wir. Na schön, wir können also den Körper aufnehmen und ablegen. Sogar mit Waffe in der Hand. Oh, das wäre doch ein gutes Schutzschild. Ja, ich weiß nicht, eigentlich... Schwupp. Eigentlich dachte ich, wir könnten nachher hier angeln oder so. Dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal die Angel finden. Nitro. Farbe können wir nicht nehmen. Ein bisschen was malen vielleicht. Aber den Hammer, den können wir werfen nachher. Nein. Ja, dann laufen wir doch erstmal hier um die Insel. Gucken wir mal, wie groß die Insel ist. War da noch jemand? Den können wir aber nicht aufheben. Da war doch eine Frau auch, oder? Ach, endlich. Wir haben die Schaufel wieder. Diesmal werfen wir sie aber nicht weg. Wurfgeschosse. Rüste ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, indem du Q gedrückt hältst und es mit den Cursor-Tasten auswählst. Drücke die mittlere Maustaste, um es zu werfen. Halte die mittlere Maustaste gedrückt, um das Wurfgeschoss abzukochen. Abzukochen? Du findest Wurfgeschosse und Sprengstoff bei Leichen oder in Containern. Okay. Drei Pfeile bekommen. Na gut. Oh, hier ist noch was. Ja, wir müssen hier nicht immer so akribisch aufräumen, glaube ich. Außerdem stinkt das Wasser dann nachher. Vielleicht, ja, aber das dauert. Ach, im Wasser bleiben sie schön frisch. Gekühlt und so. Also, wenn wir Leichen, wenn wir Körper tragen, dann können wir also nicht plündern. Nur wenn wir, haben wir das jetzt rausgenommen hier aus der gelben Truhe? Ja, wenn da was drin war, haben wir es rausgenommen. Gut, ich will immer rauscrollen, aber rauscrollen geht hier nicht. Und abspeichern würde ich auch ganz gerne. Was war hier für ein Holz? Ich weiß es nicht.
Irgendetwas ist da drunter. Vielleicht ein Bunker oder so etwas. Ja, wie gesagt, wir gehen erstmal rum und gucken, wie groß die Insel ist. Also wir können treten. Nein, boxen können wir. Ah, eine Ente! Oh ja, okay. Das gefällt mir. Wie lange können wir wohl rennen? Da war der Fisch. Hau den Fisch! Oh. Fische sind schnell, oder? Keine gute Idee, sie mit den Händen fangen zu wollen. Okay, aber das klappt. Wir können aufs Wasser hauen. Da müssen wir nur einen Fisch finden, der zu uns kommt. Also ich habe bei den Let's Plays bei Commander Krieger gesehen, dass wir bei Commander Krieger habe ich gesehen, dass wir angeln können. Der hat da geangelt. Das fand ich ziemlich cool. Oh, Moment. Jetzt sind wir ins Wasser geplumpst. Das wollte ich gar nicht. Okay. Ja gut, Commander Krieger hat da nicht mit der Angel, mit der Schaufel geangelt. Der hatte dann schon eine... Was? Ach, wir haben das Ding zerbrochen. Ja, gut zu wissen. Gut, dass uns das nicht später passiert ist, sondern jetzt. Also es soll schon Angeln geben, glaube ich. Ort entdeckt, Waldforschungsstation. Wahrscheinlich ist das doch gut. Aha. Ja gut, das ist hier alles voll mit Munition, damit man nicht extra immer ins Haus rennen muss. Haben sie das draußen gelagert? Ergibt Sinn. Och, ich möchte ja sagen, oh, wie schön. Ist es ja auch. Oh nein, nein, nein. Seht ihr das Zeichen da auf der Kiste? Das ist hier wahrscheinlich schon infiltriert von den Gegnern. Oh, Moment mal. Die können wir nicht sammeln. Na schön. Mhm. Werkzeug und Waffen gibt es dann also wohl genug hier auf der Insel. Und der blaue Besen ist da. Ich habe auch einen blauen Besen. Einen blauen Schneebesen mit extra langen Borsten. Ich meine ja nur, weil ich da gerade so einen blauen Besen gesehen habe, dachte ich mir, ja, das könnte meiner sein. Aber meiner hat längere Borsten. Von wegen Schneebesen und so. Oh. Nix fischen? Und was sind das? Stromgeneratoren? Ah ja, gut. Seile, interessant. Moment mal. Kommen wir hier rauf? Aha! Wie schön. Erinnert mich ein wenig an einen anderen Titel. Ja, ich muss, dazu muss ich sagen, das ist mein erster Far Cry-Versuch hier. Ich habe vorher, wie gesagt, bei Lara Loft mal in die Let's Plays geguckt und dann später bei Commander Krieger, aber selbst hier habe ich noch keinen Teil. Und bei Sarah, genau, bei dir hatte ich das ja auch gesehen. Aber selbst habe ich noch keinen Teil, das ist der erste Teil, ausprobiert. Ich würde gerne so eine Kiste, ich würde da gerne mal draufhauen und ausprobieren, ob die kaputt geht, aber... Nachher fliegt uns hier alles Mögliche um die Ohren. Rauchen darf man schon mal nicht. Ja, aber sehr viel mehr können wir im Moment hier auch nicht machen.
Und ja, wir gucken mal, ob wir drinnen vielleicht die Angel finden. Oh, das mit dem Hochklettern und so, das klappt ja schon mal ganz gut. Ob wir hier oben aufs Dach kommen? Tatsächlich, nicht schlecht. Das ist keine Seilbahn. Okay, die blauen Seile sind also so eine Art Seilbahn. Ach, das ist leer. Ich dachte, hier sind vielleicht welche. Prima, wir haben einen riesen Rucksack. Aha, die Laborstation. Ach so, nein, Geld haben wir genommen. Ja, ja. Was ist das? Schrauben und so. Sektenschrein. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Explosiv? Für Gedens Aids. Edens Gate, meine ich. Ah, wir haben eine Karte. Oh, Moment mal, Moment mal. Dutch's Bunker. Okay, dann war hier irgendwo der Schrein und wir sind... Die ist gar nicht so groß, die Insel. Aber ein bisschen. Hier sind wir schon überall rumgekommen oder war hier der Schrein? Das könnte auch da gewesen sein. Oh, ranzoomen kann man auch. Oh, niedlich. Mit Bäumen drauf und so. Och, das sieht ja schön aus. Wie funktioniert so eine Karte mit Wasser und so? Interessant. Schön gemacht. Dürfen wir nicht schräg halten, die Karte. Ah, das ist die Technik heutzutage. Die kann das schon. Heutzutage, wo komme ich her? Aus der Steinzeit? Das gibt's doch schon ewig, solche Karten. Oder nicht? Ja, ich höre schon auf. Ich reiß mich zusammen, okay? Ah, ja, das Periodendings. Interessant. Was ist daran denn interessant jetzt? Na, nichts. Das ist einfach irgendwas steht hier. Wir können daraus nichts erkennen, oder doch? Ah, das ist... Ach so, die haben ja vielleicht Experimente mit den Hunden oder Wölfen gemacht. Hieß es doch auch. Komm, wir versuchen jetzt mal so eine weiße Kiste hier zu öffnen. Ach so, öffnet man sie nicht. Der Widerstand. Immer noch. Befreie Dutch's Insel. Ja, dann laufen wir eben weiter. Da vorne ist noch so ein Schrein. Ich sehe schon, hier gibt es nicht so viele sammelbare Pflanzen, was? Das war wahrscheinlich die am Bunker, das war die einzige Pflanze hier auf der Insel, die man sammeln kann, mit der man irgendetwas anfangen kann und wir haben sie gepflückt. Die kommt nie wieder. Fischreich. Ja. Okay, einer. Einer rennt herum.
Da kommen wir nicht so nah dran, oder? Ach, da unten ist noch eine Hütte oder so etwas. Ich habe da so ein Dach gesehen. Wir schleichen uns mal durch das hohe Gras. Da ist auch eine Hütte. Oder ist das die Hütte, von der wir gerade gekommen sind? Das glaube ich nicht. Nein, das ist irgendetwas anderes. Und scheinbar... Och, scheinbar nicht mal auf der Insel. Ah, da finden wir bestimmt eine Angel. Okay, das... Läuft da jemand hinter uns? Okay, den Schrein, den können wir ja immer noch zerstören. Ja gut, angeln können wir auch immer noch. Warum wollen wir unbedingt angeln eigentlich? Wir essen doch sowieso keinen Fisch, oder doch? Och, ab und zu so ein bisschen Thunfisch vielleicht mal. Ich bezweifle, dass wir hier Thunfisch angeln. Muss ich mir selbst sagen mal. Nein, klettern wollen wir nicht. Ach. Oh, oh, oh. Na, zu spät. Ach. Was ist denn das für eine Hütte hier? Na, dann gucken wir da drüben eben nach. Am Silver Lake. Bootshaus am Silver Lake entdeckt. Okay. Ach, wir schwimmen darüber. Wir sind ja sowieso schon nass. Blaues Seil. Damit können wir doch bestimmt was anfangen, oder nicht? Und Pistolen, Munition. Ah. Radioaktivität kann ja nicht sein, oder? Ach, wir sind schon voll. Wir können voll werden. Oh, da drin scheint mir niemand zu sein. Aha. Oh, ja. Bären. Bären gibt's auch hier. Habe ich schon gesehen. Also hier habe ich jetzt keine Bären gesehen, aber ich weiß, dass es welche gibt. Das habe ich bei Lara Loft im Let's Play gesehen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der Titel unseren Kanal erreicht. Paddel. Steht hier irgendwie irgendwo, wie viel Schaden wir damit anrichten, oder... Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber wenn wir so etwas sehen wie ein Hebel oder Knopf,
dann sind wir gezwungen, das zu benutzen. Boah, da gab's keine Angel. Da ist doch nichts. Die Bäume werden uns schon nicht angreifen. Ziemlich laut unsere Waffe, oder? Haben wir eine. Können wir vielleicht zielen besser mit dem anderen Teil? Jetzt sind sie alarmiert. So ein Scharfschützengewehr wäre nicht schlecht. Tja, so ein Panzer wäre auch ganz schön. Ja, sie laufen immer noch und suchen. Ja. Ja, ich sehe schon, da vorne sind drei Bäume. Da könnten wir uns verstecken, wenn wir da hinkommen. Aber jetzt haben wir sie ja alarmiert. Ja, aber die werden ja jetzt nicht ewig suchen. Da, die stehen schon ganz ruhig wieder da. Wir werden doch wohl 55 Meter weit schießen können mit dem Ding hier, oder? Gut. Aber da sind immer noch die... Scheiße, hör zu! Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Haben wir den Röntgenblick? Ich hätte schon. Oh Gott, kannst du dich nicht verstecken? Okay, okay, ich weiß, wir sollen da jemanden befreien. Läuft das auf Zeit? Ich hoffe nicht. Na.
Sie hat gleich ihre Munition fallen lassen. Ach, Erste Hilfe ist voll. Das ist das, was voll ist. Na gut, wo sind die anderen? Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo wir sie getroffen haben. Komm, nimm mal die Waffe weg. Dann können wir uns auch richtig bewegen und die Angel weitersuchen. Oh, wir sind voll, voll. Dynamit, da können wir also noch was von tragen. Ach, die werfen wir jetzt aber nicht alle ins Wasser, oder? Ah, witzig wäre es ja schon. Hallo, habt ihr keine Angel hier irgendwo? Überall Wasser und die haben keine Angel. Moment. Wofür ist hier dieses Seil? Um hier raufzuklettern. So viele Fische und wir haben keine Angel. Wir sollen uns zum Angelanleger begeben. Wo ist? Irgendwo muss hier jemand. Ach, da. Also werden wir vielleicht nicht so leicht getroffen. Womit habe ich das verdient? Jetzt kriegen wir die Angel. Hol mich hier raus! Und Gewehre. Warte. Ich war erledigt. Danke. Na? Cliff Ellis. Soldat also. Soldaten sind schon hier? Ja, dann wissen die doch Bescheid. Anheuern? Ah, ich weiß nicht. Nee, wir gucken uns lieber selber erstmal um. Das heißt, dann in der nächsten Folge werden wir uns weiter umgucken. Diese Folge ist vorbei. Die Suche nach der Angel geht weiter. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.